Servus und hallo zum Vlog hier auf Mabache TV. Diese Woche möchte ich mit euch über etwas sprechen, das mir schon lange durch den Kopf schwebt. Etwas, das mich, ja, bewegt. Gehen. Ich möchte mit euch über das Gehen sprechen. Nicht, weil ich mich immer in den Schlaf weine, weil ich nicht gehen kann. Oder weil ich traurig bin, dass andere gehen können und ich nicht. Oder ich mich immer frage, warum ich? Na? Überhaupt nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich meine, seien wir ehrlich, so kleine Flächen. Ich habe versucht, im Internet rauszufinden, die Fläche eines durchschnittlichen Mannes, Fußsohlenfläche. Alles, was ich bei einer kurzen Google-Recherche rausgefunden habe, ist Penisgrößen. Also wenn man mehr Männern und nach Size sucht, gibt's nur Penisse. Sagt wahrscheinlich auch viel über uns aus. Aber das ist ganz ein anderes Thema. Mir ging's darum zu verstehen, oder mir geht's darum zu verstehen, wie das funktioniert und warum ihr alle so einen großen Wirbel drum macht. Ganz ehrlich. Ich habe herausgefunden, so zwischen 25 und 32 cm lang ist so ein Feed. Maßeinheit von Amerika. So, Pi mal Daumen. Und das ist aber dann schon eine 40er, 48er Schuhgröße. Also riesig. Und trotzdem, im Verhältnis dazu, wenn man bedenkt, dass da oft ein 1,90 großer Mann mit 90, 100, 120, 180 Kilo drauf balanciert wird, der sich einfach im Kreis drehen kann, ohne umzufallen. Auf diesen kleine Flächen. Ich kapier's nicht. Und dann gibt's noch diese Leute, die sich noch schwieriger machen, ja? Frauen. Ich will jetzt nicht über das Modediktat und über Schönheitsideale sprechen. Aber diese Stöckelschuhe. Ja, mir gefallen sie auch. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wie ihr die anziehen könnt. Ihr schneidet euch absichtlich Quadratzentimeter weg, auf dem man stehen könnte. Letztens in der U-Bahn ist eine Frau eingestiegen, Hose, Sakko, Bluse, zwei große Handtaschen über der Schulter und in der linken dann das Handy und sie hat furchtbar viel getextet. Und sie ist mehr so im peripheren Sichtfeld, hat sie sich durch die U-Bahn manövriert. Sie ist eingestiegen, zu meiner Linken und ist direkt auf die gegenüberliegende Tür zugegangen, hat sich dann davor gestellt, so knapp, das Handy fast an der Scheibe angezockt ist und bei den neuen U-Bahnen gibt es ja in der Seite bei den Türen diese Haltegriffe und der hat oben auch seinen Haken und ich habe das super gefunden, die Frau hat sich gleich wie zu Hause die Handtasche runter auf den Haken, damit sie beide Hände zum Setzen hat. Genial. Innerlich habe ich mit ihr gewettet, die wird sicher die Taschen vergessen, hat sie nicht, aber sie hat getextet und sie hat die Stöckelschuhe an. Ja, so stand sie quer zur Fahrtrichtung, die U-Bahn fährt los und es war einer dieser Rabauken-U-Bahn-Fahrer. Ja, und sie hatte einiges zu tun, um den Seegang abzuwehren. Ja, und. Alter! Was macht sie? Nein, sie zieht nicht die Schuhe aus, damit sie mit den ganzen Flächen stehen kann. Nein, sie stellt sich auf die Zehenspitzen. Ja, die Stöckel hat sie weggehoben und auf den Zehen. Sie hat sich auf die Zehenspitzen gestellt und absolut, absolut gegen jede Vernunft. Ich habe es nicht verstanden, aber es hat funktioniert. Sie hatte einen etwas besseren Stand. Und ehrlich, ich verstehe es nicht wirklich. Aber sie ist nicht alleine, ja? Seht euch das an.
Es gibt mehrere. Sie fallen wie wir fliegen. Mit den Stecken schon. Und trotzdem werden sie angezogen. Und dann gibt's auch noch Leute. Ich dachte immer, gehen hat den Sinn, dass man von einem Ort zum anderen kommt. Also angenommen, man ist in der Klasse. Man ist in der Klasse und wie zum Buffet. Also geht man aus der Klasse raus, den Gang entlang, vielleicht noch Treppen runter, den nächsten Gang entlang und da ist man beim Buffet. Und wenn man dort angekommen ist, hat man sein Ziel erreicht. Man ist von A der Klasse nach B zum Buffet. Das heißt, ob man richtig oder falsch gegangen ist, sieht man nicht, wenn das Licht angeht, sondern wenn man dort ist, wo man hin will. So, und jetzt gibt es aber Leute, die behaupten, dass es falsches Gehen gibt. Der Typ zum Beispiel. Wenn das jemand ist, der über richtiges und falsches Gehen urteilen darf, ehrlich, dann... Kein Wunder, dass ich nicht verstehe, oder? Ich schwöre, im Wilden Westen hätte jemanden, der so geht wie er, der wäre nie erschossen worden. Weil jeder sich die Kugel gespart hätte, weil sie davon ausgegangen wären, dass er sich sowieso verläuft. Ganz ehrlich. Aber es geht ja nicht nur um richtig oder falsches Gehen. Sondern es gibt ja auch noch so viele Arten. Okay? Zu Fuß gehen. Nun, na, nicht. Wie sollte man sonst gehen? Das ist ja auch noch plausibel und nachvollziehbar. Dann gibt es das Spazieren gehen. Das Laufen gehen. Das Joggen gehen. Das Tanzen gehen. Das Fortgehen. Über das Fortgehen habe ich schon herausgefunden, dass das nicht immer nur mit Trinken gehen zu tun haben muss. Wobei beim Trinken gehen habe ich auch herausgefunden, dass Trinken gehen meistens darin endet, dass man nicht mehr geht. Auch so eine Sache. Manche Leute, die trinken gehen, müssen dann, wenn sie von gewissen Personen dabei ertappt werden, auf den Strich gehen. Und ja, das ist auch, und auf den Strich gehen ist jetzt auch nicht immer nur das da, sondern es gibt auch noch auf den Strich gehen. Viel kompliziert, oder? Gehen, 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 gehen. Unglaublich. Und weil es so schön ist, gibt es noch ein paar Gehen. Zum Beispiel auf dem Drahtseil gehen. So ein Bandel. Und das machen sie schon ewig. Ja, dieses Video ist super alt. Und die gehen schon Ewigkeiten auf so einem Drahtseil. Und ich glaube, die Weicheier-Version des Drahtseilgehens ist das. Slacklining. Gut, das hier ist jetzt nicht so aufregend, ja? Hier wird so ein breites Band zwischen Bäumen gespannt im Garten, im Park. Und dann marschieren die coolen Kids drüber. Ist jetzt, wenn man so über den Boden spannt, nicht so spannend. Aber sie Weicheier schimpfen, ist trotzdem unfair. Denn es gibt auch ein paar richtig, richtig Hardcore-Varianten von dem Slacklining. Heißluftballons. Dazwischen. Irre, zwei sich bewegende Ankerpunkte und ein schwingendes Seil. Band. Sorry.
How sick is that? Gut, das Band ist breiter als eine Schnur, aber trotzdem. Puh. Wer zur Hölle sollte das verstehen? Und einige dieser Hardcore-Jungs und Mädels waren vor kurzem im Gasometer und haben da eine Slackline oder ein paar Slacklines gezogen auf über 70 Meter Höhe, auf 150 Meter Länge und sind ein bisschen zwischen den Gasometern herumspaziert. Ich gebe zu, es sieht cool aus, aber die springen drauf, landen am Popo, stehen wieder auf, drehen sich um, chillen eine Runde rum. Völlig irre, ja, völlig irre. Aber scheinbar war das in einem europaweit eines der größten urbanen Slacklining-Events seit Ewigkeiten. Gut, wem es gefällt. Ich verstehe es trotzdem nicht. Gehen. Ich meine, wenn man bedenkt, wenn man wohin geht, ja, und ihr kommt von dort an, wer garantiert euch, dass ihr dort auch einen Platz zum Sitzen habt? Und wer will nach einem langen Walk nicht sitzen? Oder? Irre. Und da macht ihr so einen Wirbel drum. So. Ich verstehe es nicht. Aber vielleicht könnt ihr in den Kommentaren hier auf YouTube oder auf meiner Facebook-Seite oder auf der Google Plus-Seite oder auf Twitter. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie eine andere Einsicht in das Ganze bringen. Vielleicht könnt ihr mir erklären, was es ist. Was ist das Mystische, das Geniale, das Großartige an eurem Gehen? Warum soll ich gehen wollen? Es schmerzende Beine, Krampfadern, hinfallen, umbeckeln, keinen Sitzplatz finden. Ne? Aber vielleicht ja, in den Kommentaren. Vielleicht schafft ihr es, macht ein Video, erklärt mir, was das Tolle am Game ist. Mich würde es wirklich interessieren. Tja, ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Denn das war's für die Woche. Hat mich gefreut, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einfach jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag, 16 Uhr wieder, hier auf dem Habacher TV. Somit bleibt mir nur noch zu sagen, mein Name ist Martin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nochmal. Danke fürs Zusehen. Servus.